Für Lagerbetreiber stellt sich oft die Frage, wie ist es möglich, Veränderungen in meinem Business, aber natürlich darauf aufbauend auch konsequenterweise Veränderungen im Ablauf im Lager rechtzeitig erkennen und damit aktiv reagieren zu können. Predictive Analytics ermöglicht mittels KI-gestützter Technologien, diese Veränderungen entsprechend rascher und sehr viel zielgerichteter zu analysieren. Predictive Analytics bezeichnet einen Prozess, bei dem auf Basis von historischen Daten mit Hilfe unterschiedlicher Analysemethoden Prognosen für die Zukunft getroffen werden. Predictive Analytics wird auch oft in einem Atemzug mit Big Data genannt, denn umso umfangreicher die Daten sind, umso weiter die Daten in die Vergangenheit reichen, umso größer ist auch das Potenzial für Prognosen in diesen Daten. Mit Hilfe von statistischen Algorithmen und mathematischen Methoden werden Zusammenhänge in Datensätzen erkannt. Mit Hilfe dieser Datensätze wird dann die Eintrittswahrscheinlichkeit eines bestimmten Ereignisses berechnet. Beim klassischen Reporting wird die bestehende Situation analysiert. Hingegen wird bei Predictive Analytics eine Vorhersage getroffen und somit in die Zukunft geschaut. Mit Predictive Analytics sammeln wir diese gesamten Daten in Big Data Datenbanken, bauen darauf auf entsprechende KPIs, entsprechende Auswertungen, aber lernen auch gleichzeitig über die Interaktionen im Lager, die uns ermöglichen, rascher und zielgerichteter Maßnahmen zu treffen, weil einfach diese Analyse uns ein sehr viel mehr an Informationen hinsichtlich der Zusammenhänge im Lager ergeben. Mit Hilfe von Predictive Analytics lassen sich beispielsweise im Transportwesen Routen optimieren und die Anzahl der Leerfahrten minimieren. Auch in der Intralogistik können wir beispielsweise unter Zuhilfenahme von Predictive Analytics unsere Lagerbestände besser planen, wenn wir zuvor Auftragsprognosen erstellt haben. Predictive Analytics und Data Mining haben vieles gemeinsam. Bei beiden Verfahren werden mathematische Methoden angewandt. Bei Predictive Analytics hingegen kommen auch noch maschinelle Lernverfahren zum Einsatz. Früher hatten wir immer die Situation, wenn wir an einer Schraube gedreht haben, haben sich 7 andere Stellen mit verändert. Mit Predictive Analytics wissen wir, wie wir alle diese Stellschrauben in Zukunft gleichzeitig bedienen können. Entscheidend für die Qualität solcher Prognosen ist aber immer die Integrität der Daten. Eine Vorhersage kann immer nur so gut sein, wie die dem System zur Verfügung gestellten Daten.